Herzlich willkommen alle zusammen. Ich hoffe, dass jetzt alle nun mal da sind, weil wir gleich mit dem Faschingfest beginnen. Wir machen die Lichter an und starten das ganze Programm und das Essen kann auch geholt werden und das Feuer wird gleich angemacht. Ich freue mich, euch alle zu sehen und wir haben gleich sehr viel Spaß zusammen. Hallo, Frau Ura. Hallo. Was? Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, die Lichter, die leuchten ja so schön. Und das Feuer. Oh, das ist ja so peinlich, dass ich schon wieder nichts dabei habe. Meine Güte. Och, mein Gregor, jetzt ist doch wurscht egal. Guck mal, dass der Paul krank ist schon eine ganze Woche, ist noch schlimmer. Ja, aber ich wollte doch was mitnehmen. Ja, wieso hast du es nicht gemacht? Guck mal, heute Morgen hast du gesagt, wieso seid ihr alle so angezogen? Ja, jetzt hast du es schon vergessen, dass heute Fasching ist. Ja, genau, Fasching. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Na, sowas. Ja, ich dachte, wir gehen zu irgendeinem Fest und ja, aber dass das Fasching ist, war mir nicht klar. Naja, jetzt muss ich da durch. Ja, also, ich bin eine schöne Prinzessin, ich bin eine schöne Prinzessin. Mit einem Goldglitzerkleid, mit einem Goldglitzerkleid. Du und eine Prinzessin, Ich hab doch so ein schönes Goldglitzerkleid. Ja, das sehe ich ja. Guck mal, ich hab gar nichts an. Gar nichts war Faschingmäßiges. Du bist so eine Eidechse. Ja, das ist doch mein T-Shirt. Hast du dich als Eidechse verkleidet, weil du überall blau bist und... Kennst du noch diese blaue Eidechse, die wir mal gesehen haben? Die bist du verkleidet. Ja, die war cool. Naja. Dann hast du dich halt jetzt als diese blaue Eidechse da verkleidet. Ja, ich muss mal fragen, ob ich eine Geschichte erzählen kann. Ich kenne nämlich eine wunderschöne Geschichte. Ja, am besten gehe ich mal zu Frau Uhr. Die veranstaltet ja das ganze Fest hier, das Faschingsfest. Ich bin so müde. Wieso muss denn diese Party eigentlich jetzt um 8 Uhr abends beginnen? Das ist so blöd. Das ist nichts für Babys. Die Babys, die wollen schon schlafen. Frau Uhr. Ja, was ist denn, Gregor? Was wollte ich gerade sagen? Ach so, darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, natürlich. Wir machen gleich einen Sitzkreis und dann können wir Geschichten erzählen. Na sicher. Oh ja, ich als erstes. Ja, das kannst du ruhig machen, Gregor. Ich freue mich schon. Ach, Menno, ist das langweilig hier. Oh, Mama, kann ich denn endlich mal nach Hause? Gregor, mach jetzt nicht so viel Krach. Es fängt gleich an. Hallo, alle zusammen. Wir haben uns hier versammelt, weil es hier gleich eine Geschichte erzählt wird. Es kommt ein Geschichtenerzähler. Juhu! Geschichtenerzähler! Juhu! Oh, es haben sich aber viele versammelt. Oh meine Güte, ich traue mich gar nicht viel zu erzählen. Oh! Hallo, wir sind hier. Kommen Sie näher. Oh, meine Güte, ich trau mich gar nicht. Oh, nachher beißen die ganzen Kinder, ich weiß es nicht. Hallo, wir sind alle hier. Wir wollen eine Geschichte hören. Ja, gut, ich komme ja schon. Hallo, liebe Kinder.
Habt ihr Lust auf eine Geschichte? Ja! 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 Natürlich habt ihr Lust. Na schneller, fangen Sie doch schon mal an. Ja, natürlich, fangen Sie an. Klar, alle freuen sich schon auf Ihre Geschichte. Ja, also, dann fang ich mal an. Es war einmal ein ganz, ganz kleiner Junge. Der hatte viele, viele kleine Steine neben sich liegen. Und er wusste nicht, dass das eigentlich magische Steine sind. Ja, und zwar jeder Stein konnte einen Wunsch erfüllen, aber ganz heimlich. Und der kleine Junge, der hat sich gewünscht, dass er am nächsten Morgen nicht in den Kindergarten muss. Ja, das hat er sich ganz stark gewünscht. Und was ist am nächsten Morgen passiert? Ja, auf einmal hatte der Kindergarten zu. Warum auch immer. Naja, also ging sein Wunsch schon mal in Erfüllung. Der hat nämlich einen Stein genommen und hat sich gewünscht, dass er nicht in den Kindergarten muss. Und dafür ist er mit der Mama in den Zoo gegangen. Ja, da hat er ganz viele Tiere gesehen. Aber das war noch nicht alles. Da war auch noch ein Elefant. Der war riesengroß. Und zwar, der konnte, ja, mit seinem Rüssel da drauf an den Jungen dran. Und dann, schwuppdiwupp, hatte sich den Jungen geschnappt. Oh, das war vielleicht eine Geschichte. So, und so war das auch. Auf einmal saß der kleine Junge auf dem Elefanten obendrauf und hatte voll die Panik, wie er da wieder runterkommen soll. Weil, ja, so wie die Elefanten sind, die sind ja riesengroß. Und, ja, und da einfach runterzukommen ist nicht einfach. Ja, und auf einmal musste dann die Zoo-Mitarbeiterin gerufen werden, weil keiner ihn runtergekriegt hat. Und die hat eine Idee gehabt, eine Leiter zu holen. Und dann haben sie eine Leiter geholt. Und diese Leiter, die konnte da gar nicht stehen, weil der Elefant, der war so zippelig. Der hat angefangen, sich stark zu bewegen. Und die Leiter, die ist immer wieder zur Seite geflutscht. Hin, nach links, nach rechts und immer wieder irgendwo hin. Und der arme kleine Junge, der kam gar nicht mehr runter. Das hat nicht mehr funktioniert, da wieder runterzukommen. Und auf einmal hat der Elefant ihn runtergeschmissen, weil auf einmal etwas da gejuckt hat. Keine Ahnung, was das auch immer war. Vielleicht war das auch eine Mücke, die sich draufgesetzt hat. Und das hat ja dolle weh getan. Auf einmal lag der Junge auf dem Boden. Und dann kam schon die Mama ganz schnell dahin gelaufen und sagte, hey, das kannst du doch sowas nicht machen, du Elefant. Ja, mein Junge, ist alles gut? Ja, oder? Ja, Mama, ich habe nur ein bisschen Rückenschmerzen, aber ansonsten geht's mir ja ganz gut. Ja, wir müssen aber dringend zum Arzt. Das geht ja nicht, dass erst sowas passiert. Hey, wer war das denn? Wer hat denn gewagt, während meiner Geschichte hier sowas zu machen? Gregor, warst du das etwa? Nein, ich war das doch gar nicht. Ich hab nichts gemacht.
Pfui, 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 hier stinkt's auf einmal. Aber neben dir, neben dem Gregor, sowas Ekliges, na sowas. Kannst doch sowas nicht machen bei einer Geschichte. So, ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass keiner die Geschichte stören darf. Alle müssen zuhören oder sollten zuhören, weil es ja spannend ist und unser Geschichtenerzähler darf nicht gestört werden. Habt ihr das alle verstanden? Gregor, hast du es verstanden? Ich habe nichts verstanden. Aber Gregor, was habe ich gerade eben gesagt? Wie nichts? Nichts! So, jetzt geht die Geschichte weiter. Ich will ja hier nicht übernachten. Ich muss noch weiterziehen. Da warten noch andere Kinder auf die Geschichten von mir. Ja, dann erzählen Sie doch weiter. So, Junge, jetzt ist aber genug. Jetzt ist Schluss mit lustig. Entweder du hörst zu und bist ruhig, oder ich gehe wieder. Ich lass mich hier nicht anpupsen und stinkt auch noch. Das gibt's nicht. Also, die Geschichte geht jetzt weiter und der Junge musste mit der Mama ins Krankenhaus, weil eigentlich war ja bei ihm der Rücken nicht in Ordnung. Hä? Was ist denn hier los? Ja, auf jeden Fall waren sie dann schnell im Krankenhaus und da wurde der Junge nochmal untersucht. Das war natürlich alles nicht so toll, aber gut. Da musste er auch ein paar Tage bleiben, weil sein Rücken war nicht in Ordnung. Der hatte einen Schaden abbekommen und das war halt eben nicht so schön. Aber gut, nach ein paar Tagen war alles wieder gut. Und dann hat die Mama gesagt, wir gehen erstmal nicht mehr in den Zoo, damit bloß nichts Schlimmes passiert schon wieder. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fest? Oh, ich muss mal Foto machen. Bix, Bix. Oh ja, schöne Bilder und Lichterketten. Oh, da ist ein Geschichtenerzähler. Oh, ist das eine schöne Geschichte? Ui, 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 ui. Ha, ja. Was ist das denn? Na sowas. Oh, das war's. Also die Geschichte ist schon zu Ende. Und wisst ihr, was der Junge da noch zum Schluss gemacht hat? Was hat er denn gemacht? Erzähl mal. Ja, Sie können ruhig sagen. Was hat der Junge denn angestellt? Ja, und zwar der hatte noch ein paar Steine mitgenommen ins Krankenhaus. Und das waren genau 3 Steine. Und der hat sich gewünscht, dass er nach 3 Tagen wieder nach Hause darf. Und so war das auch. Die Steine, die haben ihm wieder geholfen. Also die haben ihm wieder Glück gebracht. Und alles, was er sich gewünscht hat, ist in Erfüllung gegangen. Und das fand er so toll, dass er die Steine, die 3, die er noch hatte, behalten hat. Und jedes Mal, wenn er sich was gewünscht hat, hat er die Steine rausgeholt. Das waren magische Steine. Und diese magische Steine hat der Junge für immer behalten und keiner darf sie haben. Und ich, mir hat er auch ein paar Steine geschenkt, aber die habe ich jetzt nicht dabei. Beim nächsten Mal bringe ich sie mit. Aber für heute ist die Geschichte zu Ende. Also, habt ihr noch Fragen? Hat jemand noch Fragen? Hallo, ich habe eine Frage.
wie heißt du, Junge? Ich heiße Gregor. Aha, okay. Du hast hier doch rumgepupst. Ja und? Aber die Frage wollte ich doch gar nicht stellen. Was hattest du denn für eine Frage? Ja, können Sie mir eins von den Steinen schenken? Ich würde mir auch gerne was wünschen. Na sowas, du hast aber Fragen, Junge. Nee, von mir kriegst du gar keine Steine, die brauche ich noch. Ja, aber können Sie die beim nächsten Mal zeigen? Ich würde sie so gerne sehen. Na, das muss ich mir noch überlegen. Aber du darfst nie mehr bei meinen Geschichten Geräusche machen. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ist ja gut. Beim nächsten Mal werde ich das nicht mehr machen. Aber versprechen Sie mir, dass Sie ein paar Steine mitbringen, die Zaubersteine. Na, das muss ich mir noch überlegen. Ja, so, liebe Kinder, ich muss mich jetzt wieder verabschieden und muss weiterziehen. Die Geschichte ist für heute zu Ende und ich gehe. Tschüss. Tschüss. Ich mache jetzt ein paar tolle Fotos. Oh, das wird schön. Hallo, Sie können doch jetzt, was machen Sie denn da? Ich wollte ein paar Fotos machen. Ja, aber Sie haben uns doch gar nicht gefragt. Ein paar Fotos für die Zeitung machen. Für welche Zeitung? Ja, für die aktuelle Zeitung. Ja, ich habe gedacht, das ist ein so schönes Fest und hier sieht das alles so wunderschön aus. Da mache ich mir ein paar Fotos. Ja, aber Sie haben uns doch gar nicht gefragt. Ja, das tut mir aber leid. Ist nicht schlimm, okay. Sie können die Fotos behalten, aber beim nächsten Mal dürfen Sie das nicht einfach so machen. Okay, in Ordnung. Okay, gut, alles klar. Ich gehe dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann drückt Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts, aber auch wirklich keine einzige Geschichte mehr verpasst. Und schreibt mir mal was in die Kommentare. Da würde ich mich riesig freuen. Und ich habe schon ein paar Geschichten ausgedacht. Naja, da kommen noch einige Geschichtenerzähler beim nächsten Mal zu uns. Da gibt's viele spannende Sachen. Also schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.